Hallo, wie versprochen sind wir jetzt soweit, die Medizin dem guten Herrn hier zu geben. Und das machen wir jetzt auch. Danke für Ihre Hilfe, Frau Walker. Ich fürchte, ich war etwas voreilig mit meiner Einschätzung von Ihnen. Nicht der Rede wert, Herr Steiner. Erzählen Sie mir stattdessen von der Prothese. Ich muss sie Kirk wirklich bald bringen. Wenn Sie bereit sind, sie mir zu überlassen. Ja, ja, ja. Ich muss nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen. Sie ist mit sehr präziser Mechanik ausgestattet, verstehen Sie? Wird das lang dauern? Tut mir leid, wenn ich dränge, aber ich muss auch den unglücklichen Yukol helfen. Ich muss einen Weg finden, wie Sie mit Ihrer Straußenherde den See überqueren können. Ich habe wirklich viel zu tun. Wenn das mechanische Bein fertig ist, kann ich in die Klinik gehen und den jungen Kirk zu Ihnen bringen. Dann können Sie sich stattdessen ganz auf die anderen Yukol konzentrieren. Oh, wie nett. Sie schulden mir etwas. Warum helfen Sie mir? Das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Steiner. Aber warum tun Sie das alles? Ach, vorhin war ich nicht sehr nett zu Ihnen. Ach. Und auch die Art, wie die anderen Stadtbewohner hier in meiner eigenen Stadt die Yukol behandeln, widert mich an. Also will ich diesen armen Teufeln helfen. Selbst wenn ich mir nicht so sicher bin, ob sie den See überqueren sollten. Möchten Sie darüber sprechen, was vor 20 Jahren in Baranur geschehen ist? Wie um alles in der Welt haben Sie davon erfahren? Die Regierung hat immer alles getan, um diese schreckliche Geschichte zu vertuschen. Ich habe das Schiffslogbuch gelesen, das Kapitän Obo damals geführt hat. Was ist wirklich dort passiert, Herr Stein? Seit dem letzten Straußenzug hat sich Baranur in die Hölle verwandelt. Bitte begleiten Sie mich nach unten, Frau Walker. Ich zeige Ihnen, was ich meine. Okay, wir waren aber schon unten. Moment, ich komme. Warte mal, kann ich mir jetzt vielleicht, wo er jetzt unten ist, gemeinerweise... nein, kann ich nicht. Gut, dann gehe ich eben runter. Danke. Ich musste gerade mal meinen Deckenventilator ausmachen. Der knarzt mir Moment zu viel. Halt. Oh, er hat sogar einen Projektor angemacht. Okay, Popcorn. Schöne kühle Cola. Okay. Der Film fehlt. Oh. Och nee. Ich werde schon wieder angerufen. Oh Mann. Oh, kleiner Blick mal eben. So, da bin ich wieder. Ich hoffe jetzt mal, dass ich jetzt ohne weitere Störungen hier weitermachen kann. Der Film fehlt. Okay, wenn wir mit ihm reden. Kate, was machst du da? Red doch bitte mit ihm, Kate. Sehen Sie bei den Regalen dort drüben nach, Frau Walker. Sie sollten einen Film über Baranur finden. Okay. Da drüben. Wo ist denn da drüben? Hier? Ah, da. Werkzeuge, die Hans gefallen hätten. Oder auch nicht. Das ist die Prothese, das ist... Hä? Kirks Prothese. Ja. Aber es sieht so aus, als wäre sie noch nicht fertig. Ja, das wissen wir. Wo ist denn drüben für dich? Da? Toll. Toll. Soll jetzt hier der Film sein, oder was? Oh, halt, warte, da ist eine Schublade. Aber, super. Toll. Super. Okay, da ist Feierabend. Der Film fehlt. Ja, super. Wo soll drüben sein? Wenn Sie die Filmrolle gefunden haben, legen Sie sie in den Projektor ein. Wisst ihr, von der Logik her. Jetzt stellt euch das mal vor, ihr besucht jemanden, dann rettet ihr ihm sozusagen das Leben, indem ihr ihm die Medizin, die er dringend braucht, gibt.
Und dann sagt er, kommen Sie mit in meinen Keller, ich zeige dir jetzt einen Film. Und dann stellt euch vor, dann geht ihr mit ihm da runter und dann steht diese Person, wie er jetzt hier, einfach nichts tut im Keller und verlangt jetzt von uns, dass wir den Film suchen, einlegen, einschalten und uns dann den Film mit ihm angucken. Das ist so eine Unlogik eigentlich. Ich meine, klar, man will hier Rätsel einbauen, aber von der Handlung her ist das so unlogisch. Werkzeuge, die Hans gefallen hätten. Und darüber hinaus, er sagte da drüben. Wo ist denn jetzt hier drüben? Ah. Ah. Huch. Auch geil, ne? Erstmal drin rumwühlen. Was macht sie jetzt? Sie freut sich. Das ist ja... Oh, herrlich. Also dieses Spiel... So, jetzt aber. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Baranur, verfluchte Stadt. Baranur, die Märtyrerstadt. Baranur besteht nur noch aus Ruinen und Verwüstung. Seit Reaktor Nummer 3 des Atomreaktors explodierte. Baltimore liegt auf der anderen Seite des Sees, geschützt von den anhaltenden Winden. Und zum Glück scheint es von der tödlichen radioaktiven Wolken verschont geblieben zu sein. Unsere Stadt wurde mobilisiert, um unsere Nachbarn zu Hilfe zu eilen. Obwohl unsere Stadt im Angesicht einer solchen Katastrophe nur über bescheidene Mittel verfügte, gab es unter uns noch einige brillante Maschinenbauer. In Rekordzeit entwickelten wir eine kleine Armee von Automaten, die den Betroffenen helfen konnten. Diese Männer und Hunde aus Stahl konnten dorthin gehen, wo Menschen keinen Fuß mehr hinsetzen konnten, ohne ernsthaft zu erkranken. Da drüben konnten sie als Aufkleber, Rettungskräfte und Träger für Verletzte dienen. Oskar! Sie sehen alle so aus wie er. Prachtstücke, nicht wahr? Das Modell XZ-2000 ist sicherlich eines von Hans' Meisterwerken. Ihr Auftrag war es, Überlebende der Katastrophe nach Malzenmoor zurückzubringen, wo die Opfer in Dr. Sonjatins Klinik die bestmögliche Behandlung bekommen sollten. Die Kristall, Tiere, die normalerweise jeden Tag zwischen den Städten Malzenmoor und Baranur verkehrte und die eine neue Art von Rettungskräften zum Schauplatz in Namas brachte und die Überlebenden der Katastrophe da herausholte. Also wurde Baranur durch einen Reaktorunfall verwüstet. Aber laut diesem Film haben die Automaten, die sie mit Hans entwickelt hatten, viele Leben gerettet, richtig? Ich fürchte, es kam anders. Wegen Kapitän Obo, der... Sarah, Frau Walker. Das ist Sarah, meine Enkelin. Okay, hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich kein anderer. Ich... hab so das, oder die leise Hoffnung, dass wir hier vielleicht ein Wiedersehen mit Oskar haben. Weil er hat ja gerade eben gesagt, hier wie eine Festplatte ist dieses Herz und vielleicht haben wir ja da irgendwo diesen XLZ 2000, dem wir dann das Herz einsetzen und wir haben Oskar wieder. Ah, das wäre so cool. Ah, okay. Frau Walker, das ist Sarah, meine Enkelin. Wir kennen uns schon. Stimmt, Sarah? Ich muss eine Kerze für Frau Walker anzünden. Dank ihrer Besonnenheit und Geistesgegenwart bin ich noch am Leben. Sie fand meine Medikamente und gab sie mir, bevor es zu spät war. Donnerwetter! Du meinst, du hattest wieder einen Anfall? Ah, du bist so ungezogen, Großvater. Du musst dich unbedingt von Dr. Sanyatin untersuchen lassen. Nicht jetzt, Kind. Wenn ich dem jungen Jokul seine Prothese bringe, schaue ich beim guten Doktor vorbei. Warum unterstützt du bis dahin nicht Frau Walker? Sie sucht verzweifelt nach einem Weg, wie die Jukul-Karawane den See überqueren kann. Um ehrlich zu sein, habe ich schon eine Lösung. Das Schiff in dem Film, die Kristall. Mir ist gerade klar geworden, dass es das Schiff sein muss, das im Hafen liegt. Ich schätze, wenn es die Automaten von Ihnen und Hans transportieren könnte, sollte es auch die Strauße über den See bringen können. Ach, das ist keine schlechte Idee. Aber leider gibt es da ein kleines Größenproblem. Frau Walker. Das wäre, sie kann nicht bezahlen, der Kapitän ist sauer. Was um alles in der Welt meinen Sie? Obo wurde zum Wrack, nachdem er unsere Automaten in Baranur zurückließ. Hm.
Der Feigling ertränkt seine Sorgen jetzt in Wodka. Er ist überzeugt, dass er wegen des Monsters im See geflohen ist. Angeblich hat der Idiot das Monster gesehen. Himmel, Herrgott! Also machte er kehrt und ließ die Automaten in Baranur zurück und ebenso die Menschen, die sie dort retten sollten. Großvater, ich weiß, du bist wirklich wütend auf Kapitän Obo, weil er die Automaten, die du mit Hans gebaut hast, in Baranur zurückließ. Er hätte auf sie warten sollen. Sie sollten die Überlebenden, die sie in den Trümmern fanden, aufs Schiff bringen, um mit ihnen hierher nach Walsimbord zurückzukommen. Aber als er das Ufer von Baranur erreichte und die Katastrophe und all die Toten sah, bekam er große Angst. Die Krankheit, die Strahlung. Er muss eine Panikattacke gehabt haben. Also wendete er sofort, kippte die Maschinen in den See und kam mit leeren Händen nach Walsimbord zurück. Und die Automaten befinden sich seither dort, in der Hölle. Aber wer weiß, vielleicht will er ja seine Ehre wiederherstellen. Ich bin sicher, Kate wird ihn überzeugen können, den Yukol zu helfen. Ich muss jetzt zu meiner Schicht im Gasthaus. Komm. Die war doch... Sie doch später mal bei mir vorbei, okay? Kapitän Obo wird auch dort sein. Die kam doch gerade von da. Gut, dann versuche ich, Kapitän Obo zu überzeugen. Danke für alles, Herr Steiner. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen Glück wünschen sollte, Frau Walker. Baranur ist jetzt nur noch ein offenes Grab. Okay, also die Hoffnung, hier nochmal einen Oscar zu bekommen, schwinden. Denn wenn die Automaten da auf der Insel sind, dann sind sie auf jeden Fall radioaktiv verseucht. Insofern, ja, kann man damit dann auch nichts mehr machen. So, was haben wir jetzt hier? Oh, wie süß. Ist es jetzt einfach nur nett zum Angucken, oder ist da irgendwas mit? 11 Stunden Zeitverschiebung. Wie nach New York. Ich glaube, das ist aber nicht beabsichtigt hier, Kate. Okay, in die Schubladen kann ich tatsächlich nicht mal reingucken. All das Geklapper muss nach einer Weile richtig anstrengend sein. Ja. Deine Steuerung nervt auch, um was mal zu erwähnen. Oder das hier zum Beispiel, dass ich den Hotspot hier nicht anklicken kann. Was soll das denn? Gott. Was macht er denn jetzt hier? Macht er jetzt hier die Prothese fertig? Ja, tatsächlich. Hans Vorarlberg? Wie haben Sie Hans Vorarlberg kennengelernt? Ich traf den guten Hans, als er vor 20 Jahren hier in Walsimbord ankam. Was tat er hier in der Gegend? Oh... Er schien keinen besonderen Grund zu haben. Er war auf Reisen. Er machte hier und da Rast. Dann zog er weiter, wenn ihn das Fernweh packte. Okay. Sind Sie immer noch wütend auf Kapitän Obo, weil er Ihre Automaten zurückgelassen? Ach ja. Hans und ich haben eine Menge Energie in Ihre Herstellung gesteckt. Wir haben an alles gedacht. Inwiefern? Unsere Automaten waren dafür entwickelt, unermüdlich die Trümmer nach Überlebenden zu durchsuchen, ihnen erste Hilfe zu leisten und sie dann zurück ans Ufer zu bringen, damit sie an Bord der Kristall gehen konnten. Aber wegen Obo ist nichts davon passiert. Okay, wieso haben wir jetzt gerade das Schiff da gesehen? Was ist tatsächlich in Baranur passiert? Ein Unfall in Reaktor Nummer 3. Fahrlässigkeit, schlechte Wartung, was weiß ich. Jedenfalls reichte ein Funke und dann das totale Chaos. Die wenigen Überlebenden wurden hierher in die Klinik von Walsimbord gebracht. Also beschlossen Sie und Hans, eine Automatenarmee zu bauen? Um den Menschen zu helfen, die noch in den Trümmern von Baranur sind? Ja, Hans fand der Stadt zu helfen, die sein Vergnügungspark beherbergte, sei seine Pflicht. Und wir hätten es auch geschafft, wenn nur dieser Feigling Obo nicht wegen seines angeblichen Seemonsters unsere Automaten einfach ihrem Schicksal überlassen hätte. Das Monster des Sees. Schauergeschichten, mit denen man Kindern Angst macht, Frau Walker. Keine Ausrede für Feigheit. Mein Gott. Danke für Ihre Hilfe. Okay. Werkzeuge, die Hans gefallen hätten. Die Sache ist, kann ich mir jetzt hier unten noch irgendwas angucken? Den Dia-Projekt und hier. Dieses Schiff, warum immer dieses Schiff? Toll! Toll, ja. Na.
Gut, dann ist unsere Aufgabe jetzt klar. Also das Vorhaben von den beiden finde ich megamäßig cool. Man stelle sich vor, man hätte das damals in Tschernobyl auch gemacht oder bei Fukushima. Einfach so Automaten da in die Krisenregion geschickt, damit halt der Mensch da geholfen werden kann. Also ist schon eine verdammt coole Sache, aber gut. Hat jetzt hier leider nicht funktioniert. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Kapitän Obo dazu kriegen, uns zu helfen. Und dann bin ich mehr als gespannt, ob wir es dann tatsächlich darüber schaffen. Und wie es den Automaten da so ergangen ist. Ob die da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, so ihre eigene Stadt gegründet haben oder keine Ahnung. Es interessiert mich wirklich mega. So, hier geht's noch weiter. Ja, tatsächlich. Warum ruckelt das denn jetzt hier so? Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier keine Hotspots. Wer ist das da? Ich glaube es nicht. Er hat wieder vergessen, es offen zu lassen. Naja, wer auch immer er ist und wo auch immer ich jetzt hier gerade bin. Wo bin ich hier? Das hier sieht ein bisschen aus wie die Canyonbahn im Phantasialand, die damals mal abgebrannt ist, 2001. Oder 2010? Ne, 2001. Kennt ihr sie? Hier mit dem Canyon ja oben einmal rum. Es sieht genauso aus. Das ist ja Wahnsinn. Und hier rechts ist das Tanagra-Theater. Sorry, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf komme. Kate? Wo willst du hin? Es scheint tatsächlich irgendeine Art Bahn zu sein, oder? Das Abschalten der Seilbahn heute Morgen hat Chaos verursacht. Aha. Eine Seilbahn. Okay. Mal habe ich einen Hotspot, mal habe ich keinen Hotspot. Oh, ist das herrlich. So. Immer wenn ich nach vorne drücke, habe ich einen Hotspot. Und wenn ich loslasse, ist er wieder weg. Oh, nee. Geht's da runter? Nein, da geht's nicht runter, okay. Ach, guck mal, jetzt kann ich mich auch mit ihr... Willkommen in der Seilbahnstation von Walzimburg. Das ist die Stimme von der Schwester Rabiata. Und vor allen Dingen, ich stehe neben dem Haus und unterhalte mich mit ihr. Hier habe ich gar keinen Hotspot, um mich mit ihr zu unterhalten. Doch, da ist er. Oh, ist das schlecht. Na? Nein. Warte. Nein, ich krieg's nicht. So, nur wenn ich mich bewege, habe ich den Hotspot. Oh, Leute. Es ist so großartig. Es ist so wunderbar großartig. So, was haben wir hier auf der anderen Seite? Ich mag diese neue Kellnerin im Gasthaus überhaupt nicht. Oh, warum? Es beginnt beim Rathaus. Und was? Ja. Die Stadt scheint auf jeden Fall doch größer zu sein, als ich gedacht habe. Walzimburg braucht keine Jubel. Wir haben die Nase voll. Wir laden Besitzer streichen. 10 Diebstähle in meinem Laden, seit diese Wilden aufgetaucht sind. Herr Bürgermeister, wer zahlt mir das? Entschuldigung, was ist denn hier los? Was ist hier los? Sieht man das nicht? Wir demonstrieren dagegen, dass die Jubel sich vor unserer Haustür breit machen. Aber warum? Seit Sie in Walzimborg sind, kennen Ladendiebstahl und Vandalismus keine Grenzen mehr. Und darüber hinaus zieht Ihr Bazar unsere Kunden ab. Bürgermeister Buljakin muss etwas unternehmen. Und zwar schnell. Wir gehen nicht weg, bis er unsere Delegation empfängt. Warum redet er nicht mit Ihnen? Weil er ein Schwachkopf ist. Er will genau wie wir, dass die Nomaden ihren Zug fortsetzen. Aber er fürchtet, die hohen Tiere über ihm zu verärgern. Und während er Zeit schindet und nicht eindeutig Stellung bezieht, müssen wir zusehen, wie unsere Umsätze ins Bodenlose sinken. Die Regierung verlangt vom Bürgermeister, den Zug am Weiterwandern zu hindern? Dass die Jukol in Walzimborg festhängen, ist gewollt? Wenn Sie mich fragen, wartet der Bürgermeister nur darauf, dass jemand anders diese Wilden verscheucht, ohne dass er sich die Hände schmutzig machen muss. Okay, sehr interessant. Aber diese mangelnde Synchronität hier mit der Sprachausgabe und den Lippen, also es ist... Wenn man hinguckt, ist es wirklich anstrengend. So, jetzt ist mein Mauscursor wieder weg. Nein, da ist er. Den Herrn kann ich nicht anklicken. Kate, ich klicke hier unten. Warum gehst du jetzt die Treppe hoch?
Was soll das? Hier, mit dem sollst du reden. Jetzt geht sie die Treppe wieder runter. Ei, 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 ei. Die Leute hier regen sich immer mehr auf. Wenn das so weitergeht, gibt es einen Aufstand. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Entschuldigung. Bitte hören Sie mir zu. Nö. Wer ist er? Die Ladenbesitzer streiken zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Das ist nicht gut, wenn Sie mich fragen. Wer bist denn du? Bürgermeister Buljakin hat nicht das Zeug dazu, mit der Situation seit der Katastrophe fertig zu werden. Das sage ich euch seit Jahren. Die Ladenbesitzer streiken zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Das ist nicht gut, wenn Sie mich fragen. Kate. So, jetzt darfst du da hochgehen. Das sieht weniger wie ein Rathaus aus, das sieht mehr irgendwie wie so eine Lagerhalle aus. Ah, super. Ich komme aber auch nicht zu ihm. Gut. Okay, ich drück nach rechts. Was macht sie denn jetzt schon wieder? Oh. Also da war die Steuerung in Simon 3D wirklich millionenmal besser. So, wo habe ich jetzt hier die große Statue in der Nahansicht gehabt? Die will ich mir auch noch angucken. Jetzt gleich laufe ich vor irgendeiner Laterne, weil ich nichts sehe. Kate, wo guckst du hin? Guck nach vorne! Also, das mache ich auch, wenn ich renne, schaue ich immer zur Seite und nicht dahin, wo ich hinlaufe. Wenn Sie das nur sehen könnten, Oscar. Tja. Wie eine große Statue von dir von Raben und anderen Vögeln zugekackt wird. Ja, okay, wenn man das Haus jetzt im Ganzen sieht, dann sieht es schon ein bisschen wie ein Rathaus aus, aber naja. Also, hat doch mehr was von Lagerhalle. Sie hätten uns sehen sollen, als der Hafen noch offen war. Damals hatten wir noch nichts von Streiks gehört. So, Moment. Wo? Hier vorne ging es doch irgendwo. Genau hier. Auch, dass so viele Leute hier die gleiche Stimme haben, das ist... Naja. Es fügt sich halt ins Bild ein. Oh, hier sind Autos sogar. Wow. Kate? Kate? Wollen Sie Zigarren oder vielleicht Fusel? Schon wieder. Billiger als bei den Nomaden. In den letzten Monaten waren hier alle ziemlich kriegsgrämig. So wie du? Oh. Wie die Nomaden hier behandelt werden, ist schrecklich. Aha. Jemand, der sich auf unserer Seite... Ich habe kein Geld mehr. Schade. Das ist nicht der Trevi-Brunnen, Kate. Naja. Warum stehen hier auf einmal hier so viele Autos? Und wo bin ich jetzt hier überhaupt? Huch. Da geht's, glaube ich, nicht weiter. Also, atmosphärisch ist es hier wirklich schön, das muss man sagen. Auch wenn die Leute hier... Ich hoffe, man wirft diese armen Jukol nicht irgendwann in den See. Oh. Ach so, ich glaube, das ist die gleiche. Wenigstens eine, die ein bisschen Sympathie zeigt. So, wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich habe überhaupt gar... Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ein Gasthaus. Ein Gasthaus. Wie sie leidet. Ein Gasthaus. Ah, der schläft. Gut, Freunde, dann wieder hinein in das Gasthaus. Und dann geht es in der nächsten Folge hier drin weiter. Und dann versuchen wir, Kapitän Obo mal von unserem Vorhaben zu überzeugen. Und dann schauen wir mal, ob uns das gelingt. Macht es gut. Bis dann. NRW 18. Adieu.